Ich freue mich ganz besonders, Andreas hier heute begrüßen zu dürfen, weil er ist ein... Andreas ist ausgewiesener Anwalt der linken Szene in Norddeutschland, auch schon seit 30 Jahren als Anwalt tätig, mit dem Schwerpunkt Strafrecht. Er ist tätig in einem Anwaltskollektiv direkt in der Schanze gegenüber der Flora mit sechs anderen Anwälten. Und er hat unter anderem in seiner Tätigkeit eben zuletzt die Lampedusa und die Flora-Demos vertreten, war bei den Castor-Transporten beteiligt oder hat die juristisch beraten bei Antifa-Aktionen, bei der G8-Demo in Heiligendamm, Antirepressionsdemos, Bambule in Hamburg, nur um einige Beispiele zu nennen. Und er war auch persönlich betroffen von dem Gefahrengebiet in Hamburg Anfang Januar, weil er auch in der Schanze selbst wohnt. Andreas wird euch heute etwas sagen zur juristischen Entwicklung der Gefahrengebiete und ganz konkret zum Gefahrengebiet Anfang Januar in Hamburg und dann nochmal eingehen auf die politischen Themen, die eigentlich Gegenstand der Demo waren, nämlich die Flora, die Esso-Häuser und die Lampedusa in Hamburg-Gruppe. Ja, mein Name ist Sophia Leonidakis. Ich werde euch heute durch den Abend führen und auch noch etwas ergänzen zu der Situation in Bremen, was Gefahrenorte angeht und zu Racial Profiling. Ich bin die Kandidatin für das Europaparlament der Linken auf Platz 9 und von Beruf Politologin. Ja, dann würde ich auch gleich das Wort Andreas übergeben. Ja, schönen Dank und hallo. Ich fange mit dem juristischen Teil an, also Gefahrengebiete in Hamburg. Es gibt seit Oktober 2005 eine Gesetzesänderung des Polizeigesetzes, wo Gefahrengebiet annähernd definiert ist. Vorher gab es das nicht. Trotzdem wurden Gefahrengebiete ausgerufen. Insgesamt hat es in Hamburg ca. 50 Gefahrengebiete gegeben. Die Gefahrengebiete wurden vor der Gesetzesänderung auf eine allgemeine polizeiliche Generalklausel gestützt, enthalten im Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, abgekürzt SOG. Danach durfte die Polizei Gefahrengebiete einrichten, wenn es zur Verhinderung von Straftaten notwendig war. Das war also ganz allgemein formuliert. Und dann hat man dann mit der Gesetzesänderung im Jahre 2005 versucht zu konkretisieren. Man hat ein ganz neues Gesetz geschaffen, nicht nur wegen der Gefahrengebiete, sondern auch wegen anderer polizeilicher Befugnisse. Dieses Gesetz ist das Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei. Da ist in Paragraph 4 unter der Überschrift Identitätsfeststellung geregelt, in Absatz 2 des Paragraphen 4, als Definition für Gefahrengebiete, ohne dass dieser Begriff vorkommt, folgendes. Ich zitiere den Absatz 2. Die Polizei darf im öffentlichen Raum in einem bestimmten Gebiet Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen, soweit aufgrund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass in diesem Gebiet Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden und die Maßnahme zur vorbeugenden Bekämpfung der Straftaten erforderlich ist. Tolle Definition. Der Gesetzestext enthält zahlreiche sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe, die eben nicht klar definiert sind und die die Polizei dann jeweils nach eigenem Ermessen auslegt und festlegt. Polizei darf im öffentlichen Raum in einem bestimmten Gebiet, das Gebiet bestimmt sie dann wirklich selbst, Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen. Das ist der letzte Punkt.
der spielt in der praktischen Umsetzung eine Rolle. Es steht da ganz bewusst nicht durchsuchen, sondern in Augenscheinnahme. Da gibt es dann in der konkreten Praxis auch Streit. Sie dürfen also in einen Rucksack reingucken und in Augenschein nehmen, was drin ist. Aber Sie dürfen den Rucksack nicht durchsuchen. Das ist natürlich eine schwierige Grenzziehung. Da haben sich auch Gerichte schon mit befasst. Sie dürfen so weit Gegenstände dann doch auch rausnehmen, dass Sie auf den Boden des Rucksackes gucken können, ob da vielleicht noch irgendwas Gefährliches ist. So, das alles darf die Polizei ja nur tun, soweit aufgrund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, das und so weiter. Was aber jetzt die konkreten Lageerkenntnisse sind, bestimmt die Polizei auch ausschließlich selbst. Sie hat das zwar zu dokumentieren und nach Aufhebung der Maßnahme oder in bestimmten zeitlichen Abständen hat sie auch Rechenschaft darüber abzulegen, was sie da dokumentiert hat. Aber ansonsten ist es natürlich ein ganz schwammiger, unbestimmter Rechtsbegriff. So, und dann muss aufgrund dieser konkreten Lageerkenntnisse anzunehmen sein, dass in diesem Gebiet Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden. Fragt man sich, was ist das denn, eine Straftat von erheblicher Bedeutung? Das ist dann in einem anderen Paragraphen definiert. So denkt man, nämlich gleich in Paragraph 1 dieses Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei. Und da heißt es dann, Straftaten von erheblicher Bedeutung sind erstens Verbrechen. Verbrechen sind alle Straftaten, die im Mindestmaß mit einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind. Das ist ja noch relativ klar. Und dann aber zweitens Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören. Soweit sie sich entweder gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutende Sach- oder Vermögenswerte richten oder jetzt speziell auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder Betäubungsmittelverkehrs. Diese Definition, Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören, eröffnet natürlich auch der Willkür Tür und Tor. Gerade bei staatsschutzrelevanten Delikten wird dann natürlich ganz schnell bejaht, dies würde den Rechtsfrieden besonders stören. Es hat an diesem Gesetz sehr, sehr viel Kritik gegeben, zumal es, das ist in Bremen ja glaube ich genauso, zumal es keinerlei parlamentarische Kontrolle oder gar richterliche Kontrolle gibt, sondern die Polizei entscheidet einzig und alleine selbst über die Anordnung des Gefahrengebiets, über die Ausgestaltung und über die Aufhebung des Gefahrengebiets. Bist du hörbar? Gut. Nicht direkt vor die Nase. Gut. Wo werden Gefahrengebiete üblicherweise in welchen Bereichen eingerichtet? Meistens haben sie ein örtlich sehr begrenztes, umfassen sie ein örtlich sehr begrenztes Gebiet und die Schwerpunkte sind Drogenkriminalität, Prostitution in Hamburg, gerade um die Reeperbahn herum, dann auch Rotlichtmilieu, also Zuhälterei und solche Geschichten. Dann, das ist glaube ich in jeder Stadt so, Fußball. Dann aber bei Fußball dann meistens so 2 Stunden vorm Spiel und 2 Stunden nach dem Spiel, also und auch nur um den Stadionbereich herum. Gegen linken Widerstand wurden die Gefahrengebiete eigentlich vor dem spektakulären Beispiel, auf das ich gleich komme, bis auf eine Ausnahme noch nie eingerichtet. Die Ausnahme war die Walpurgisnacht im Jahre 2011, weil es auch in Hamburg am 1. Mai und am Vorabend des 1. Mai in den Jahren davor dann auch immer wieder zu, in Anführungszeichen, Randale gekommen ist. Da hat man vom Tag der Walpurgisnacht, also 30.04. um etwa 18 Uhr bis zum nächsten Morgen ein Gefahrengebiet für das Schanzenviertel eingerichtet, was ganz klar gegen mögliche Demonstrationen und mögliche gewalttätige Auseinandersetzungen gerichtet war.
Und dieses Gefahrengebiet ist der einzige Fall, wo es eine in dem es eine Klägerin gab, die das Gefahrengebiet angegriffen hat und auch das Aufenthaltsverbot, das dann gegen sie verhängt worden ist. Dieses Verfahren fand vor dem Verwaltungsgericht Hamburg statt. Das Urteil, das dann erlassen wurde, ist nicht rechtskräftig. Beide Seiten haben Berufung zum Oberverwaltungsgericht Hamburg eingelegt. Das Verwaltungsgericht hat leider grundsätzlich das Gefahrengebiet für zulässig und verfassungsmäßig erachtet. Da machen die Kollegen, die dieses Verfahren betreiben, sich aber große Hoffnungen, das vom Oberverwaltungsgericht zu Fall zu bringen. Der Fall war ansonsten so gelagert, dass die Betroffene, die selbst im Gefahrengebiet wohnt, dann ihre Identität preisgeben sollte, den Rucksack durchsuchen lassen sollte und dann, obwohl nichts gefunden wurde im Rucksack, dann ein Aufenthaltsverbot gegen sie verhängt wurde in ihrem eigenen Stadtteil, sodass sie eigentlich nicht mehr zur Wohnung hätte zurückgehen können. Und das wurde damit begründet, dass sie sich renitent und aggressiv verhalten hätte dem Polizeibeamten gegenüber, dass sie in der Datei Gewalttäter links eingetragen sei und dass es Ermittlungsverfahren gegen sie geben würde, deren Ausgang der Polizei allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war. Das Verwaltungsgericht hat zwar die Verfassungsmäßigkeit bejaht, auch das Recht zur Identitätsfeststellung bejaht, alles andere aber als rechtswidrig aufgehoben. Also mit dieser Begründung kann man kein Aufenthaltsverbot verhängen. Sie ist im Übrigen, weil sie das Aufenthaltsverbot nicht beherzigt, nicht akzeptiert hat, dann auch in Gewahrsam genommen worden und verbrachte die Zeit von 11 Uhr abends bis 4 Uhr morgens in Polizeigewahrsam. Auch diese Gewahrsamnahme hat das Gericht für rechtswidrig erklärt. Klar, wenn das Aufenthaltsverbot schon rechtswidrig war, dann ist auch die darauf gestützte Gewahrsamnahme rechtswidrig. Ich würde dann jetzt eigentlich schon auf den praktischen Teil kommen, also das Gefahrengebiet im Schanzenviertel im Januar 2014. Dazu muss man ein bisschen weiter ausholen. Es hat natürlich eine Geschichte. Es gab ja eine große Mobilisierung zu der Demonstration, zu der Flora-Demonstration in Anführungszeichen am 21.12.2013. Thematisch ging es nicht nur um die Flora, sondern um die Esso-Häuser als Beispiel für Gentrifizierung und um die Lampedusa-Flüchtlinge. Es hat im Vorfeld dieser Demonstration einige Aktionen gegeben, auch einige militante Aktionen. Es gab am Tag davor, am 20.12.2013, eine unangemeldete Demonstration von etwa 300 Leuten. Es kam dann zur Auseinandersetzung und es sind dann vor der Davidwache, das ist ja die berühmte Wache auf der Reeperbahn, Hamburgs berühmteste Wache, sind fünf Streifenwagen beschädigt worden, auch so, dass sie abgeschleppt werden mussten. Wer das nun gemacht hat, hat man nie ermitteln können. Jedenfalls diente diese Aktion dazu, die Demonstration erheblich einzuschränken. Die Route wurde um ein Drittel gekürzt und vor allen Dingen einer der thematischen Hauptanlässe, nämlich die Esso-Häuser, wurde verboten. Also es wurde die Kundgebung vor den Esso-Häusern verboten, weil sie zu dicht an der Davidwache gelegen seien. Das hat zu sehr viel Unmut auf dieser Demonstration geführt, weil diese Auflagenänderung, diese Routenänderung wurde dem Versammlungsleiter zu Beginn der Demonstration in die Hand gedrückt, obwohl die Entscheidung bereits in der Nacht zuvor gefallen war. Dies vielleicht auch so ein bisschen als Erklärung dafür, dass diese Demonstration dann auch ein wenig ausgeartet ist. Wobei, ich habe damals den Versammlungsleiter begleitet, war also unmittelbar vor Ort.
ich und nicht nur ich, sondern das ist auch auf verschiedenen Filmsequenzen auf YouTube dokumentiert, nach wie vor sage, dass die Polizei diese Demonstration von Anfang an nicht losgehen lassen wollte, irgendwelche Verkehrsprobleme vorgeschoben hat, obwohl die zentrale Straße, auf der die Demonstration beginnen sollte, schon eine Stunde vorher in beide Richtungen abgesperrt war. Jedenfalls, das wisst ihr alle oder habt ihr gehört, es gab mit die heftigsten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei in den letzten Jahren. In Hamburg kann man sagen, konkret seit den Auseinandersetzungen um die Hamburger Hafenstraße. Und dann kam etwas hinzu, worüber sich immer noch heftig gestritten wird, nämlich einen angeblichen zweiten Angriff auf die Davidwache am 28.12.2013. Das ist deshalb wichtig, weil dieser angebliche Angriff quasi die Begründung für die Einrichtung des Gefahrengebietes war. Oder alle drei Sachen zusammengenommen. Die Aktion gegen die Streifenwagen vor der Wache am 20.12. ist rechtlich nicht mehr als eine Sachbeschädigung an Streifenwagen, ist sonst nichts passiert. Die Demonstration am 21.12. und eben dieser angebliche Angriff auf die Davidwache am 28.12.2013. Da hieß es am Anfang in Presseerklärungen der Polizei, 30 bis 40 vermummte Personen hätten ganz gezielt die Wache und die dann aus der Wache herauskommenden Polizeibeamten mit Flaschen und Steinen beworfen, hätten polizeifeindliche Parolen gerufen. Und was unstreitig ist, in der Folge dieses Geschehens sei dann ein Polizeibeamter mit einem Flaschen- oder Steinwurf ins Gesicht erheblich verletzt worden. Das ist ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags einerseits und bezüglich dieser 30 bis 40 Personen ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs. Da gibt es unterschiedliche Versionen zu. Ich und weitere Kollegen haben das dementiert, diese Darstellung. Uns liegen zahlreiche Zeugenaussagen vor, dass das nun gar nicht so war, sondern dass es eine Gruppe von Partygängern gab, die die Reeperbahn überquert haben und dabei zwangsläufig an der Wache vorbeigegangen sind. Die Wache wurde nicht angegriffen, es war niemand vermummt, es wurden keine polizeifeindlichen Parolen gerufen. Und dann gab es in der Tat tatsächlich eine Attacke auf zwei Polizeibeamte, allerdings etwa 200 Meter von der Wache entfernt und etwa 2 Minuten nach dem vorangegangenen Geschehen. Die Polizei hat, wie gesagt, diesen angeblichen Angriff als Begründung für das Gefahrengebiet herangezogen. Das Gefahrengebiet wurde am 4.1. eingerichtet und es umfasste die Stadtteile St. Pauli, Altener Altstadt und das Schanzenviertel. Ein ziemlich großes Gebiet, in dem insgesamt 85.000 Menschen wohnen. Also ein Gefahrengebiet dieser Größe gab es niemals zuvor. Zeitlich zunächst unbefristet. Und man fing dann auch an, Personen anzuhalten, Identität festzustellen, Rucksäcke in Augenschein zu nehmen oder auch zu durchsuchen. Im Einzelfall haben Menschen sich dagegen zur Wehr gesetzt oder das nicht einfach so über sich ergehen lassen. Dann gab es Einschließungen, Einkesselungen in Gewahrsamnahmen. Nach wenigen Tagen, schon am 9.1., wurden die drei Gefahrengebiete auf Gefahreninseln reduziert. Das klingt harmlos, das waren dann jeweils Gebiete um die drei betroffenen Polizeiwachen, die es in diesen drei Stadtteilen gibt. Wobei die Gefahreninsel Schanzenviertel, das ist die Polizeirevierwache 16, die für das Schanzenviertel zuständig ist, die Insel doch sehr, sehr weit ausgedehnt hat, sodass da nach wie vor eigentlich das halbe Schanzenviertel davon betroffen war. Wenige Tage später,
als man diskutierte, man habe ja einiges gefunden und müsse das Gefahrengebiet vielleicht wieder ausweiten, wurde es nicht ausgewertet, sondern es wurde am 13. Januar schlichtweg aufgehoben, insgesamt aufgehoben. Das heißt, das Gefahrengebiet existierte lediglich einschließlich der Gefahreninseln vom 4.1. bis zum 13.1. Das sind 9 Tage, wenn ich richtig gerechnet habe. Woran liegt das? Zum einen hat man überhaupt nicht das gefunden, obwohl man es der Presse weiß machen wollte, was man glaubte oder hoffte oder vorgab zu finden. Man hat wenige Tage nach Silvester, Anfang Januar, bei wenigen Leuten ein paar Silvesterböller gefunden. Beschlagnahmt hat man, das ist ja auch berühmt geworden sozusagen, auch dann so Dinge wie Klobürsten, die als Waffen angesehen wurden. Man hatte auch, glaube ich, Halstücher und Schals, also angebliche Vermummungsgegenstände gefunden. Mehr nicht. Das ist sicherlich ein Grund dafür gewesen, das Gefahrengebiet so schnell wieder aufzuheben. Und der Hauptgrund ist aber noch ein anderer. Es gab von Anfang an eigentlich einen zunehmenden Widerstand gegen die Gefahrengebiete. Und zwar nicht nur aus der linken Szene, sondern auch viele Anwohner in den Vierteln haben gesagt, wir lassen uns das Recht überhaupt nicht nehmen, uns abends frei zu bewegen. Das heißt, es gab jeden Tag spontan Demonstrationen, die nicht angemeldet wurden. Und es wurden immer mehr Leute, also teilweise so in der Größenordnung von 1500 Leuten oder oft auch mehrere Demos an verschiedenen Orten gleichzeitig, und die Polizei war eigentlich dann nach wenigen Tagen mit ihren Kräften am Ende, weil es dann hätten sie auswärtige Kräfte wieder anfordern müssen. Sie alleine, die Hamburger Polizei, war nicht in der Lage, jeden Abend, sie wussten auch nicht, wann dann die Spontandemos stattfinden, jeden Abend vor Ort zu sein und Versammlungen zu verhindern. Ja, das war das Thema Gefahrengebiet im Schanzenviertel. Es gibt ja dann im Anschluss auch jede Menge Möglichkeiten, aufgrund eurer Fragen noch verschiedene Sachen zu vertiefen. Soweit erstmal dazu. Dann ist mir wichtig, auch noch was dazu zu sagen, welche politischen Themen denn dieser ganzen politisch-juristischen Auseinandersetzung zugrunde liegen. Die sind schlagwortartig bekannt. Ich würde trotzdem gerne noch was dazu sagen wollen. Rote Flora, Esso-Häuser und Lampedusa. Bei der Flora ist die Situation völlig undurchsichtig zurzeit. Es laufen quasi oder es drohen 2 parallele Prozesse. Zum einen hat die Stadt Hamburg angekündigt, den Eigentümer Kretschmer auf Rückkauf des Flora-Gebäudes zu verklagen. Er hat eine ihm diesbezüglich gesetzte Frist, von seinem Bauvorhaben Abstand zu nehmen. Er will ja aus der jetzigen Flora ein 5-stöckiges Commerz-Musical machen. Die Frist hat er verstreichen lassen. Die Stadt hätte gute Chancen, wenn sie einen solchen Prozess führt, denn in dem ursprünglichen Kaufvertrag zwischen der Stadt und dem Eigentümer Kretschmer war ganz klar vereinbart worden, dass die Flora so bleiben muss, wie sie ist, also zweigeschossig und mit der Zweckbindung Stadtteil Kulturzentrum, also keine kommerzielle Nutzung, und mit der Ankündigung, dies ändern zu wollen und einem entsprechenden Bauvorantrag, den er auch gestellt hat beim zuständigen Bezirksamt, hat der Eigentümer Kretschmer gegen diesen Vertrag verstoßen, und bei einem solchen Verstoß hat die Stadt ein Rückkaufsrecht. Das kann aber, man weiß nicht, wie das ausgeht, das kann auch ein Prozess durch mehrere Instanzen bedeuten, kann 2 Jahre dauern. Parallel hat der Eigentümer Kretschmer die Flora bzw. die Vereine, die die Flora repräsentieren, auf Räumung in Anspruch genommen. Das heißt, er hat mit kurzer Frist, Fristablauf war sinnigerweise am 20.12., also einen Tag vor der großen Demonstration, wahrscheinlich eine ganz bewusste Provokation, gekündigt und
Räumungsklage angedroht für den Fall, dass nicht freiwillig geräumt wird. Er hat die Räumungsklage noch nicht eingereicht, aber es ist durchaus möglich, dass er das macht. Zeitgleich hat er wüste Rechnungen aufgestellt, dass in der Flora mit Konzerten 25.000 Euro im Monat verdient würde und hat eine Rechnung geschickt für 3 Monate über 75.000 Euro. Wer die Flora ein bisschen kennt, weiß, dass da niemand irgendwas verdient, dass wenn es irgendwelche Überschüsse gibt, die dann in politische Arbeit gesteckt werden, und die Betriebskosten hat die Flora schon immer selbst gezahlt. Thema Esso-Häuser. Es war ja so, dass eine Woche vor der Demonstration dann plötzlich festgestellt wurde, dass die Häuser anfangen zu wackeln und deshalb in einer Nacht- und Nebelaktion sämtliche Bewohner, ohne dass sie ihre Habe einsammeln konnten, polizeilich geräumt wurden und in Notunterkünften untergebracht wurden. Die Forderung der Bewohner, das sind ungefähr 100 Menschen in den Esso-Häusern, die ist, dass der Abriss ist wohl nicht zu verhindern, weil es beide Gebäude wirklich marode sind. Die Forderung ist, dass zu gleichen Mietpreisbedingungen dann die neu zu errichtenden Wohnungen von diesen Menschen wieder bezogen werden können. Dabei sind Esso-Häuser, und deshalb sind sie so berühmt geworden in Hamburg, natürlich nur ein Beispiel für Gentrifizierung insgesamt, ein besonders drastisches Beispiel. Das alte System, die alte Systemlogik, ein Eigentümer macht jahrzehntelang nichts an den Häusern, um dann zu behaupten, sie sind so baufällig, dass ich sie abreißen lassen muss. Man hätte diese Häuser, wenn man vernünftig instand gesetzt hätte, mit Sicherheit retten können. Die Wohnraumsituation in Hamburg in den Szene-Stadtteilen, die auch gleichzeitig Stadtteile sind, in denen viele Migranten und viele Studenten leben, viele ältere Menschen auch, die Wohnraumversorgung in diesen Gebieten ist katastrophal. Es ist quasi unmöglich, eine Wohnung neu anzumieten, weil es horrende Preise ab 15 Euro pro Quadratmeter gibt. Zum Glück gibt es viele alte Mietverträge, bei denen die Mieten dann nur vorsichtig erhöht werden können. Das ist also ein Thema, von dem viele Menschen betroffen sind, und es hat in Hamburg ja auch riesige Mieterdemonstrationen gegeben mit 5.000, 6.000 Leuten, und es gibt so eine kleine bescheidene Welle von Hausbesetzungen in Hamburg. Im letzten Jahr wurden 5 oder 6 Häuser besetzt. Nach Hamburger Doktrin müssen die immer und werden sie auch innerhalb von 24 Stunden geräumt. Aber es gibt auch da eine neue, in Anführungszeichen, Hausbesetzerbewegung. Dann Lampedusa. Lampedusa ist überhaupt nicht gelöst, das Problem, entgegen anderslautenden Meldungen, die der Senat verbreitet, ist die Gruppe nach wie vor existent. Die Gruppe ist auch nicht gespalten. Es geht um über 300 Flüchtlinge. Es gibt nur ganz wenige, die sich haben registrieren lassen, weil sie sich haben registrieren lassen müssen. Es gibt 25 Leute, die Kontrollen unterzogen wurden, rassistische Kontrollen, sage ich, die also angehalten wurden, weil sie dunkel bzw. schwarz aussehen. Teilweise wurde ihnen auch gezielt aufgelauert, als sie die Kirche verlassen haben. Die Kirche hatte ja Asyl lange Zeit gewährt, gewährt immer noch Asyl einigen dieser Menschen, und wurden dann kontrolliert, wurden in die Ausländerbehörde verschleppt und dort erfasst und wurden aufgefordert, einen Duldungsantrag zu stellen. Andernfalls wurde mit Abschiebung gedroht, und nur diese etwa 25 Leute haben einen Duldungsantrag gestellt, weil sie ihn stellen mussten. Sonst hätten sie ihn bei einem weiteren Aufgreifen durch die Polizei ohne weiteres abgeschoben
werden können. Alle anderen haben einen solchen Duldungsantrag nicht gestellt und wollen ihn auch nicht stellen. Sie fordern ein kollektives Bleiberecht nach einer Vorschrift aus dem Aufenthaltsgesetz. Paragraph 23 sieht sowas in Ausnahmefällen vor. Und ein solches kollektives Bleiberecht ist auch in der Vergangenheit jedenfalls auf Bundesebene gewährt worden. Bei Lampedusa geht es darum, den langen Atem zu wahren. Und nachdem das Thema ein bisschen aus den Medien raus war, weil es wirklich monatelang nur noch um Gewalt und Gefahrengebiet ging und nicht mehr um politische Inhalte, geht es jetzt darum, dieses Thema wieder anzukurbeln. Und es findet jetzt an diesem Samstag eine große Lampedusa-Demo in Hamburg statt. So, das sind die politischen Themen, um die es geht. Und man hat mit dieser ganzen Krawalldiskussion natürlich auch hervorragend von diesen politischen Themen ablenken können. Und es ist Sache der linken Bewegung, diese Themen nun wieder inhaltlich in den Vordergrund zu stellen. Soweit erstmal. Ja, danke Andreas. Bevor wir die Möglichkeit für Fragen haben, möchte ich euch darauf hinweisen, dass hier eine Videoaufzeichnung gemacht wird, aber nur vom Podium. Ihr seid nicht drauf und wenn wir in die Fragerunde hinterher eintreten, wird das auch ausgeschaltet. Wenn jetzt aber jemand Fragen stellen möchte, die nicht aufgezeichnet werden, bitte ich euch vorher da kurz darauf hinzuweisen, weil sonst die Stimme drauf ist, oder Micha? Man muss sich auch mal vor Augen führen, was auf dieser Demonstration eigentlich passiert ist. Das ist so gewesen, es gab einen riesigen autonomen Block, aber nun wissen alle irgendwie, dass nicht jeder, der schwarz gekleidet ist, autonom ist und dass nicht jeder, der autonom ist, Steine wirft. Es war nämlich so, dass ein Block von fast 1000 Leuten die ganze Zeit diszipliniert vorne stand und dann neben dem Demonstrationsblock auf der sogenannten Piazza, ist vielleicht ein Begriff für die, die sich in Hamburg ein bisschen auskennen, haben vereinzelte Leute sich eine Schlacht mit der Polizei geliefert. Der autonome Block war total diszipliniert, hat sich nass spritzen lassen, sonst was, ist nicht weggegangen, ist nicht gewichen, wollte demonstrieren. Wir wollten am 21.12. demonstrieren und keinen Krawall mit der Polizei haben. Den hätte es vielleicht nach der Demo gegeben, das kann man nie verhindern, dass es vereinzelt einen Krawall gibt, aber das war überhaupt nicht die Absicht. Wenn man das jetzt umgekehrt betrachtet, war das dann natürlich eine Provokation der Polizei. Weil das war dann auch die Begründung dafür, die Demonstration gar nicht erst losgehen zu lassen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass diese Demonstration zu gute der Hälfte aus dem sogenannten Recht auf Stadtblock bestand. Das ist ein bunter Block, das sind Mieterinitiativen, das sind Leute, die haben mit Gewalt sowieso gar nichts am Hut. Die wollten dann wenigstens eine eigene Demonstration spontan anmelden. Das wurde auch 3-4 Stunden lang verwehrt und kam nicht zustande. So, das heißt, auch den Leuten hat man ihre politischen Inhalte einfach weggenommen und das ist unzulässig. Die Polizei ist verpflichtet, wenn es einzelne Gewalttäter gibt, zu versuchen, die aus der Demonstration rauszuholen, aber trotzdem das Versammlungsrecht zu garantieren. Und gerade was diesen zweiten Block, den Recht auf Stadtblock angeht, wäre das auch ohne weiteres möglich gewesen. Dann hat es so Ausreden gegeben, wie wir hatten nicht genug Kräfte, dann noch eine weitere Demonstration zu begleiten. Ja, das braucht aber uns nicht zu interessieren oder diejenigen Leute, die demonstrieren wollten, ist doch nicht deren Problem, wenn die Polizei zu wenig Kräfte hat. Also noch zwei Anmerkungen dazu, wie perfide der Umgang ist mit den Flüchtlingen. Es war ja so, dass es dieses fürchterliche Unglück gab mit dem gekenterten Schiff vor Lampedusa mit Hunderten von Toten. Und im Hamburger Senat fiel nichts anderes ein, als eine Woche später mit diesen rassistischen Kontrollen der Lampedusa-Flüchtlinge anzufangen. Unglaublich. Das hat für ganz breiten Protest auch so in liberalen Kreisen gesorgt. Also
mindestens auf der Ebene, wie unsensibel ist das denn? Also das geht ja nun gar nicht. Oder auch so der Gedanke, also Hamburg, diese reiche Stadt, wird doch wohl in der Lage sein, 300 Flüchtlinge zu versorgen oder ihnen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Senat sich ja monatelang geweigert hat, den Flüchtlingen im Winter Container zur Verfügung zu stellen. Also untergekommen in den offiziellen staatlichen Unterkünften sind sie sowieso nicht. Das wurde ihnen verweigert. Und die Kirche wollte dann auf ihrem Gelände Container aufstellen. Und der Senat hat sich geweigert, das zu machen. Dahinter steht natürlich, dass, wenn es ein strenger Winter wird, die und sie keine Wohnung haben irgendwie und zu wenig zu essen, dass sie dann schon von selbst abhauen werden. Nichts anderes steckt dahinter. Und dann, und das war ein Politikum, hat das Bezirksamt Altona, SPD regiert, einfach gegen den Senat die Container besorgt für die Flüchtlinge. Also es gibt dann manchmal auch unter den herrschenden Dissens oder also sogar innerhalb dieser Partei. Beide Beispiele sollten zeigen, also dass das nicht nur politisch unmöglich ist, sondern dass es irgendwie auch moralisch oder menschlich einfach unterirdisch ist, dieser Umgang mit den Flüchtlingen. Und daran mobilisiert sich ganz viel. Und da gab es ja auch einen Schulstreik, den viele Schüler mitgemacht haben. Und die Schülerinnen und Schüler haben inzwischen auch einen eigenen Blog auf diesen Demonstrationen. Und es ist sehr erfreulich, wie viele junge Leute, 14, 12 Jahre, 14, 16, da aktiv werden. Finde ich gut, dass du das nochmal hervorhebst, weil das eine hat in der Tat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also der alltägliche Rassismus hat nichts mit der Einrichtung des Gefahrengebietes zu tun. Den gab es ja vorher schon die ganze Zeit. Das Gefahrengebiet wurde erst am 4. Januar 2014 eingerichtet. Der Rassismus fing an etwa seit Oktober, als die Lampedusas gekommen sind und als das Thema dann auch in den Medien war. Und Rassismus gibt es ja auch nicht nur den Lampedusa-Flüchtlingen gegenüber, sondern es gibt Rassismus allen Flüchtlingen gegenüber. Klar, das ist auch irgendwo, vielleicht sollte man es nicht gegeneinander stellen, aber es ist für die Leute natürlich viel, für die Betroffenen viel entscheidender. Oder umgekehrt, die linke Szene ist natürlich viel privilegierter und kann mit Repressionen auch ganz anders umgehen. Sie ist auch nicht existenziell und nicht lebensbedrohlich. Also es geht ums Demonstrationsrecht. Na und? Also im Vergleich jetzt, ne, gesehen zum alltäglichen Rassismus und zu existenziellen Problemen der Flüchtlinge. Also die Möglichkeit, Aufenthaltsverbote zu verhängen, besteht auch unabhängig von der Einrichtung eines Gefahrengebietes. Es ist nur, wenn es Gefahrengebiete gibt, es ist einfacher, Aufenthaltsverbote zu verhängen. Es müssen aber immer bestimmte Voraussetzungen vorliegen, jetzt bei der Variante Gefahrengebiet. Also reicht nicht, dass jemand sich im Gefahrengebiet aufhält, sondern er muss sich weigern, seine Personalien anzugeben oder er muss sich weigern, sich seine Sachen in Augenschein nehmen zu lassen. Und nur wenn er dann verschiedene Sachen nicht befolgt, dann kann ihm ein allerdings zeitlich befristetes Aufenthaltsverbot gegen ihn verhängt werden. Also so, Aufenthaltsverbote sind ja oft auch sogenannte Platzverweise. Das heißt, dann wird jemand gesagt, das ist hier, muss gar kein Gefahrengebiet sein, das ist hier eine gefährliche Situation. Also es gibt eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung um diese Disco herum, jetzt als Beispiel, oder in Hamburg dann auf dem Kiez. Und du bekommst jetzt, jetzt ist 23 Uhr abends, du bekommst jetzt einen Platzverweis bis um 6 Uhr, darfst du dich in dem und dem Gebiet nicht mehr aufhalten. So ist das. Also ich würde mal sagen, je stärker der Widerstand ist, desto schärfer wird die Repression. Deshalb ist hier auch in der Türkei irgendwie unvergleichbar schärfer als hier. Und welche Schärfe das annehmen kann, sieht man anhand der jüngsten Auseinandersetzung in Hamburg. Es wurde ja dann, nach diesem zweiten angeblichen Angriff auf die Davidwache, auch öffentlich von Polizeigewerkschaften und ihren Führern davon gesprochen, dass man jetzt über Schusswaffengebrauch nachdenken müsse.
Mindestens aber bräuchte man diese Elektroschocker, also diese sogenannten Taser. Die Polizei müsse jedenfalls viel besser ausgerüstet werden und viel, viel besser bewaffnet werden. So, das geht genau in diese Richtung. Dieses ganze Gerede um die zunehmende Gewalt und das einseitige Bedauern von Polizeibeamten führt ja unter anderem auch dazu, dass die Hamburger Polizei 10 Millionen Euro zusätzlich bekommen hat. Im Zuge dieser ganzen Diskussion um die Gefahrengebiete zur Verbesserung ihrer Ausrüstung. Ja, das ist vielleicht soweit. Aber da können ja auch andere gerne was zu sagen. Das ist ja eine Frage der Einschätzung. Also hauptsächlich ist es, das habe ich ja am Anfang auch versucht klarzumachen, ist es ja ein Instrument gegen sogenannte Randgruppen und betrifft nicht die Linke. Und aber gut, dass du das mit St. Georg nochmal angesprochen hast, das hätte ich vielleicht mit aufnehmen sollen am Anfang, das ist das war das erste und ist das älteste insofern auch Gefahrengebiet in Hamburg, so umfasst den Stadtteil St. Georg, also die Gegend, die erweiterte Gegend um den Hauptbahnhof herum. Dieses Gefahrengebiet gibt es seit 1995 und es wurde niemals aufgehoben. Es gibt aber auch relativ wenig Widerstand, weil die, gegen die das Gefahrengebiet sich in erster Linie richtet, auch nicht so in der Lage sind, koordiniert ihre Interessen vorzubringen oder dieses Gefahrengebiet zu bekämpfen, obwohl sie davon betroffen sind. Dieses Gefahrengebiet in St. Georg richtet sich in allererster Linie gegen Drogenkonsumenten, dann aber auch gegen Obdachlose. Das Ziel der Senatspolitik ist ja, die Obdachlosen und Anführungszeichen Bettler um den Hauptbahnhof wegzukriegen, weil das das Stadtbild stört und die vielen Touristen stört. Da hat man jetzt die Umsetzung des Gefahrengebiets in private Sicherheitsdienste übertragen. Macht sich die Stadt nicht mehr die Hände schmutzig. Und es gilt, das Gefahrengebiet in St. Georg gilt auch der Prostitution. Man will nämlich, St. Georg gab es in mehreren Straßen halt relativ offene Prostitution und das will man nicht mehr haben. Und sowohl Prostituierte als auch Freier werden mit Aufenthaltsverboten und so weiter und mit Bußgeldern belegt. Das gilt also nicht der linken Szene. Und das Ganze zeigt auch, wenn es keine Leute gibt, die gegen so ein Gefahrengebiet was tun, dann bleibt das einfach bestehen. So rührt sich ja keiner. So, falls jetzt doch noch eine oder einer von euch eine Frage hat, würde ich euch bitten, die für später sich zu merken. Wir haben nachher auch noch mal die Möglichkeit zu diskutieren. Ich würde jetzt erstmal auf die Bremer Situation eingehen wollen. In Bremen ist es so, dass die anlasslose Kontrolle in Gefahrengebieten zulässig ist nach dem Bremer Polizeigesetz an Orten, an denen Straftaten von erheblicher Bedeutung zu erwarten sind, beziehungsweise die Polizei erwartet. Andreas hat das vorhin schon gesagt, Straftaten von erheblicher Bedeutung. Ich habe das auch mal nachgeguckt, was das so sein kann. Das sind teilweise organisierte Kriminalitätsaktivitäten, aber auch so Sachen wie Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot oder Hilfe zu legalisierter Einreise und Aufenthalt. Also das sind so Beispiele von erheblicher, also Gefahr, Straftaten von erheblicher Bedeutung nach der Gesetzesdefinition. Die heißen Kontrollorte nach § 11a des Bremischen Polizeigesetzes. Die sollen theoretisch alle 6 Monate überprüft werden von der Polizei. Ich bezweifle, dass das passiert. Ich komme auch gleich nochmal darauf, warum ich zu diesem Schluss komme. Es gibt in Bremen 37 Gefahrenorte in Bremen-Stadt, dann gibt es noch mal 5 in Bremerhaven. Das hat eine Anfrage der Linksfraktion im Landtag von 2012 ergeben. Diese 37 Gefahrenorte existieren weiterhin, also schon seit 2 Jahren. Insofern
daraus schließe ich, dass da eben keine Überprüfung stattgefunden hat, weil der Senat hat angegeben, als er die Anfrage beantwortet hat, da steht drin, Zitat, es hat sich gezeigt, dass die von der Polizei vorgenommene Gefahreneinschätzung nicht für alle Örtlichkeiten oder Personengruppen überzeugend war. Die Festlegung der Gefahrenorte ist daher überprüft und in Teilbereichen revidiert worden. Der Senat hat oder die Polizei hat damals eben 4 Gefahrenorte, die aufgrund islamistischen Extremismus verhängt worden waren, aufgehoben. Also damals hat eine Überprüfung stattgefunden, 4 Gefahrengebiete wurden aufgehoben. Es wurden sozusagen von 41, 37 Gefahrenorte. Also hat die Überprüfung ja schon die Aufhebung von 4 Gefahrenorten gebracht. Fragt man sich, warum innerhalb von 2 Jahren, die seitdem vergangen sind, keine weiteren Gefahrenorte aufgehoben wurden oder vielleicht auch dazugekommen sind, wie auch immer. Nach Logik der Polizei müsste sich da ja auch mal was tun. Genau, die Gefahrenorte, ich habe mal 3 rausgesucht, die ich besonders bemerkenswert finde und auch kritisierenswert. Ein Gefahrengebiet ist am Bahnhof, da ist sozusagen der Grund die Drogenberatungsstelle angegeben. Also Suchtkranke, die Beratung suchen, werden sozusagen per se kriminalisiert. Dazu kann Conny vielleicht später auch noch was sagen. Dann gibt's das, das Asylbewerberheim in der Ludwig-Quidde-Straße, ein Gefahrenort, und zwar inklusive Flure, Treppen, Keller und Außengelände. Und als Zielgruppe wird, Zitat, insbesondere Bewohner und Besucher des Asylbewerberheims genannt. Also ein Asylgesuch hier einzureichen und in der Ludwig-Quidde-Straße untergebracht zu werden, heißt per se verdächtig sein. Dann gibt's noch ein Gefahrengebiet in der Neustadt. Das sieht so aus. Also ich hoffe, ihr könnt erkennen, dass das ziemlich groß ist. Und zwar ist da die Begründung für das Gefahrengebiet massiver BTM-Handel durch Schwarzafrikaner. Also Racial Profiling von der zuständigen Behörde offen zugegeben. Wir befinden uns übrigens auch in einem Gefahrengebiet. Und zwar in diesem hier. Das ist das Viertel. Das erstreckt sich von den Wallanlagen bis zur St. Jürgenstraße und oben bis zur Humboldtstraße, inklusive Humboldtstraße natürlich, weil da war ja der Straßenstrich, der jetzt verdrängt wurde, und inklusive Weserstadion. Allerdings ist das hier, dieses 3, also das ist nur zeitbegrenzt. Dieses hier ist zeitlich unbefristet, also 24/7 ist hier ein Gefahrengebiet und kann anlasslos kontrolliert werden. Genau, es kann nur kontrolliert werden. Die Durchsuchung oder ein Augenscheinnahme ist nicht so ohne weiteres oder nicht anlasslos möglich. Also das Bremer Polizeigesetz ermöglicht eben die anlasslose Kontrolle. Punkt. Das ist natürlich... Also daran gibt's einige Kritikpunkte an diesen Gefahrengebieten, neben dem, was sozusagen von der politischen Einschätzung von Andreas auch schon genannt wurde. Rein technisch sozusagen, es gibt auch in Bremen keinen Richtervorbehalt, also es gibt keine richterliche oder politische Kontrolle. Die Einrichtung wird von der Behördenleitung und auch die Überprüfung und eben gegebenenfalls auch die Aufhebung macht die Behördenleitung, also die Polizei selbst. Sie schafft sich quasi selbst ihre Gefahrengebiete, in denen sie dann erweiterte Kompetenzen hat. Das ist ja eigentlich schon ein Interessenkonflikt insofern, dass die Polizei sich selbst ihre Kompetenzen erweitert. Es gibt keine Kenntlichmachung der Gefahrengebiete. Das heißt, Personen, die sie betreten oder verlassen, wissen das gar nicht und können sich damit auch nicht auf Rechte oder eben auf ihre Rechte berufen oder wissen auch nicht, können gar nicht wissen, was sie für Rechte haben, wenn sie nicht wissen, wo diese Gefahrengebiete sind. Das verletzt natürlich die informationelle Selbstbestimmung. Das hat auch der Landesdatenschutzbeauftragte schon bemängelt, aber passiert ist eigentlich nichts seitdem. Das war 2006.
Und die Kontrollen in den Gefahrengebieten werden noch nicht mal statistisch erfasst. Das heißt, es wird noch nicht mal sozusagen innerhalb der Polizeilogik oder der Logik, die dahinter steckt, noch nicht mal eine Art von Verhältnismäßigkeit, unabhängig davon von der Frage, ob das überhaupt verhältnismäßig ist, die Grundrechte so einzuschränken, auch eine Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme überhaupt dargelegt, wenn das nie evaluiert wird. Also es gibt auf Bundesebene so Zahlen, die Bundespolizei betreffen. Dazu komme ich gleich. Wie oft sich eigentlich was ergeben hat aus diesen Kontrollen, und das ist ein verschwindend geringer Anteil. Und allein diese Erkenntnis, also diese Datenbasis, lässt ja schon Rückschlüsse zu. In Bremen kann man diese Rückschlüsse überhaupt nicht ziehen, weil es die statistische Erhebung gar nicht gibt. Die Linke hat eben diese ganzen Dinge kritisiert, diese Punkte, und fordert die Abschaffung der Gefahrengebiete. Die SPD hat sich jüngst, also nach den Ereignissen in Hamburg, ist hier auch nochmal die Diskussion ein bisschen aufgeschwappt, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Die SPD hat sich im Zuge dieser Debatte im Januar dafür ausgesprochen, dass mehr Transparenz eingeführt wird und dass sozusagen das dadurch geschehen soll, dass die Indeputation, was ein gemischter Ausschuss aus Verwaltung und Parlamentariern und Parlamentarierinnen, dass die das zur Kenntnis bekommen und dadurch sozusagen eine Art von parlamentarischer eingeschränkter Kontrolle, weil es wahrscheinlich nur eine Kenntnisnahme sein wird und kein Beschluss. Und die Grünen haben dazu gesagt, dass sie auch für mehr Transparenz sind und sind sich so ein bisschen, haben die Notwendigkeit von Gefahrengebieten schon in Frage gestellt. Die CDU sieht es genau wie die SPD. Also es soll, heute wurde angekündigt vom Innenressort, dass die Gefahrengebiete um 2/3 reduziert werden sollen. In der Diskussion war so eine Zahl wie 14 Gefahrengebiete sollen bleiben. Ja, aber trotzdem ist es eben keine grundsätzliche Abschaffung, sondern weiterhin möglich und könnte ja auch wieder mehr werden. Aber erstmal, also soll es reduziert werden, das ist natürlich besser als 37. Aber ich denke, dass die grundsätzliche Möglichkeit, das auch wieder auszuweiten, auch in Anspruch genommen werden wird. Ja, es gibt darauf, das habe ich schon gesagt, dass ich noch auf Racial Profiling eingehen wollte. Und zwar gibt es eigentlich permanente Gefahrengebiete durch das Bundespolizeigesetz, das festlegt in § 22, dass die Kontrolle, Befragung und Durchsuchung jeder Person zur Verhinderung der unerlaubten Einreise auf Bahnhöfen, Flughäfen und in allen Zügen in der Bundesrepublik aufgrund von Lageerkenntnissen, so wird das immer in Polizeisprech genannt, oder grenzpolizeilicher Erfahrung durchgeführt werden können. Das heißt auch sozusagen anlasslose Befugnisse, und zwar weitgehende Befugnisse, weiter als das in Bremen in den Gefahrengebieten möglich ist, nämlich auch Befragung und Durchsuchung. Und das wird auch gemacht, und zwar massiv. Im Jahr 2011 3,5 Millionen Mal. Eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hat ergeben, dass davon nur bei 0,44% der Verdacht auf unerlaubte Einreise überhaupt festgestellt wurde. Verdacht. Es wurde noch nicht mal bestätigt. 2013, das ist die aktuellste Zahl, die es gibt, gab es auch 3,4 Millionen Kontrollen auf dieser Gesetzesbasis. Es werden also nicht weniger. Obwohl es in der Zwischenzeit 2012 ein Gerichtsurteil gab, was das untersagt. Dazu komme ich gleich nochmal. Genau, oder jetzt. Es hatte geklagt, ein Architekturstudent mit deutschem Pass, aber schwarzer Haut, der im
Zug, Regionalzug von Kassel nach Frankfurt von Bundespolizisten kontrolliert worden war. Er konnte oder wollte sich nicht ausweisen, wurde dann von denen, musste den Zug mit denen verlassen und mit aufs Revier und wurde da auch mehrere Stunden festgehalten, bis die auf den Trichter gekommen sind, dass er ja einen deutschen Pass hat und damit nicht unerlaubt eingereist sein kann. Er hat dagegen geklagt, weil die Polizisten haben in der Anhörung zugegeben, dass sie ihn nur kontrolliert haben aufgrund seiner Hautfarbe. Trotzdem hat das Verwaltungsgericht Koblenz diese Praxis der Polizei als zulässig befunden und quasi zugelassen. Er ist dann aber in Revision gegangen und das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat dann im Oktober 2012 festgestellt, dass diese Kontrolle aufgrund äußerer Merkmale, also unveränderlicher äußerer Merkmale wie Hautfarbe oder Aussehen, gegen das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes Artikel 3 verletzt. Die Bundespolizei hat sich dann entschuldigt. Der hat das später so beschrieben, dass das so eine technische Entschuldigung ohne Reue war. Dazu hat die Bundesregierung gesagt, persönliche Empfindungen spielen keine Rolle. Nach dieser Entschuldigung wurde das Verfahren eingestellt und hat sich erledigt. Danach gab es noch eine ziemliche Diskussion. Das Urteil ist auch durch viele Medien gegangen. Wahrscheinlich habt ihr das auch alle mitbekommen. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft hat gesagt, das Zitat möchte ich euch gerne vorlesen, weil ich es sehr bemerkenswert finde. Man sieht wieder einmal, die Gerichte machen schön geistige Rechtspflege, aber richten sich nicht an der Praxis aus. Er hat das sozusagen gesagt, das wäre überhaupt nicht praxisnah und überhaupt nicht umsetzbar. Er kann nicht wahrscheinlich für alle Polizistinnen und Polizisten sprechen, aber er ist Vorsitzender einer der zweitgrößten Polizeigewerkschaft und es ist schon ein großes Stück, wenn er ein Gerichtsurteil, was die Grundrechte verletzt, sieht, als schöngeistige Rechtspflege bezeichnet. Und man kann ja auch daraus ein bisschen schließen, was für ein Geist da durch die Polizei da herrscht. Der neue Bundespolizeipräsident Dieter Roman hat im Interview mit dem Spiegel 2012 gesagt, Rassismus findet bei der Bundespolizei nicht statt. Es gab auch ähnliche, die Bundesregierung hat sich in allen möglichen Anfragen auch immer so geäußert, Racial Profiling ist verboten, also findet es nicht statt. ich glaube, das muss man nicht noch extra kommentieren. Zu Racial Profiling ist immer die Frage, wie oft findet das eigentlich statt? Und dazu gibt es eben leider ziemlich wenig empirische Daten, die aussagekräftig sind. Das Einzige ist eine Studie der Agentur für Grundrechte der EU. Die hat mal so eine EU-weite Studie durchgeführt. Und für Deutschland hat sie festgestellt, dass von der weißen Mehrheitsbevölkerung 43% derjenigen, die angehalten wurden, auch befragt wurden, während es bei Menschen, hier waren es Menschen mit türkischem oder ehemals jugoslawischem Hintergrund, zu 75% auch befragt wurden, also fast doppelt so oft. Es hat hier vor etwas mehr als einem Jahr eine Tagung vom DGB und auch mit der Polizei gegeben, die hieß Halt Polizei zu Racial Profiling. Und da und auch sonst gibt es immer wieder aber Berichte aus Bremen, dass gerade Menschen mit dunkler Hautfarbe eben wahnsinnig oft kontrolliert werden. Das Ergebnis von diesem Racial Profiling ist, dass sozusagen bestimmte Gruppen mit einer viel größeren Kontrolldichte überzogen werden, teilweise täglich. In Hamburg ist das ja auch ziemlich publik geworden, wie da bestimmte Gruppen immer wieder kontrolliert wurden, teilweise zwei, dreimal an einem Tag mit Abständen von nur einer Stunde oder zwei von den gleichen Polizeibeamten. Also es war wirklich teilweise absurd.
Aber diese Kontrolldichte sorgt eben auch dafür, dass sozusagen öfter Straftaten aufgedeckt werden, weil und dadurch sozusagen ein Täterprofil entsteht, allein deswegen, weil es eine höhere Kontrolldichte gibt. Wenn aber gleichzeitig auch die Mehrheitsbevölkerung genauso oft kontrolliert würde, würden da wahrscheinlich die gleiche Dichte von Straftaten auftauchen. Da aber diese Kontrolldichte gar nicht existiert, erscheint es so, als ob Menschen mit Migrationshintergrund viel krimineller sind, weil eben öfter Straftaten festgestellt werden. Diese Straftatenstatistik muss sowieso in Frage gestellt werden, weil da oft auch bei der sogenannten Ausländerkriminalität auch Verstöße gegen Aufenthaltsrecht wie Residenzpflichtverstöße und so mit reinfließen, die ja nicht wirklich, also die zwar auch eine Straftat werden bei mehrmaligen oder eine Ordnungswidrigkeit bei mehrmaligen Verstößen, aber die fließen, das sind ja in unserem oder im gesellschaftlichen Verständnis keine Straftaten, sondern Verstöße gegen rassistische Sondergesetze. Die fließen aber alle auch in Ausländerkriminalitätsstatistiken, sogenannte, mit rein. Dieses Racial Profiling wird sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung dadurch, dass eben die Kontrolldichte auf diese bestimmte Gesellschaftsgruppe so unverhältnismäßig viel größer ist. Der institutionelle Rassismus, womit ich meine auch Gesetze und solche Regelungen, findet auch seine Entsprechung auf der europäischen Ebene. Ich möchte euch noch einen Ausschnitt aus einem Lagebild der Europol, also der europäischen Polizei, zur organisierten Kriminalität von 2011 vorlesen. Darin heißt es, dass neben nigerianischen und chinesischen Gruppen, Zitat Anfang, bulgarische und rumänische, in Klammern zumeist ethnische Roma, vermutlich die schlimmste Gefahr für die Gesellschaft als Ganze darstellen. Organisierte kriminelle Roma-Gruppen sind extrem mobil und nutzen ihre traditionell nomadische Kultur, Natur bestens. Das ist in einem Dokument von 2011, steht das so drin. So viel zum institutionellen Rassismus. Danke. Ich würde gerne kurz darauf eingehen, weil das waren drei Punkte und danach können wir auch gerne ein paar Fragen sammeln, aber das wird mir sonst zu viel. Zu dem Punkt, wie das mit der herrschenden Gewalt oder mit dem Staatsmonopol ist, sehe ich das auch so. Man muss sich gar nicht erst in die Rechtfertigungssituation bringen, indem man sagt, das ist doch empirisch gar nicht nötig und unverhältnismäßig, sondern wenn es zu dem Punkt Gefahrengebiete kommt, denke ich auch, dass eigentlich das entscheidende Argument ist, dass da Grundrechte eingeschränkt werden und dass das eben nicht geht und dass die normalen polizeilichen Befugnisse ja eigentlich ausreichen müssten. Zu diesem Punkt, den Sie aufgemacht haben. Für ausreichen müssen. Um Drogenabhängige unter Kontrolle zu bringen, um Prostituierte unter Kontrolle zu bringen. Meinetwegen können die auch eingeschränkt werden, aber selbst in der Polizeilogik sozusagen ist es überhaupt nicht nötig, die noch weiter auszuweiten. Wieso denn nötig? Woran gemessen denn? Bist du auch dafür, dass Demonstranten unter gewisse Ordnungsgesichtspunkten behandelt werden? Bist du dafür, dass Leute, die zum Beispiel Wohnungen haben wollen und deswegen in St. Pauli oder in Hamburg sich darum kümmern, dass sie auf eine ordnungsgemäße Art und Weise also abgeräumt werden? Also es kann doch nicht die Frage sein, überhaupt nicht. Unverhältnismäßig ist und auch es nicht auch ziviler geht, sondern die Polizei zeigt ja gerade, dass sie sehr frei ist im Umgang damit, diese Leute als Ordnungsproblem zu behandeln.
Ich bin überhaupt nicht dafür, aber ich wollte die Diskussion ein bisschen trennen, weil was Sie angesprochen haben, ist das Demonstrationsrecht und Gefahrengebiete sind davon eigentlich differenziert zu betrachten oder getrennt zu betrachten, weil Gefahrengebiete betreffen ja nicht nur Demonstrationen, sondern betreffen das alltägliche Leben der Menschen, die sich in dem Gefahrengebiet aufhalten. Es sind also andere Grundrechte betroffen als das Demonstrations- oder die Versammlungsfreiheit. Ja, aber das Demonstrationsrecht war ja jetzt erstmal ein Punkt, der betroffen war in diesen ganzen Gefahrengebieten. Das hing ja unmittelbar zusammen, diese Gefahrengebiete zu deklarieren. Das war in diesem Fall war das so, aber es ist eben nicht immer so, sondern die Mehrheit der Gefahrengebiete in Bremen sind aufgrund von BTM-Handel und so weiter oder die Disco-Meile, das Fußballstadion und so weiter. Also es sind nicht per se auf Demonstrationen zugeschnitten und sind ja auch gar nicht zeitlich beschränkt, sondern sind ja wie am Beispiel vom Viertel zeitlich unbeschränkt gültig. Deswegen wollte ich das gerne trennen. Also natürlich können wir auch über Demonstrationsrecht reden, aber darum geht es hier eigentlich gerade nicht, sondern es geht um die Gefahrengebiete. Ich wollte aber noch was zu dem letzten Punkt sagen, den Sie genannt haben, nämlich die Armut und die Ausbeutung auch von europäischen Unternehmen in anderen Ländern. Sie haben gesagt, dass die Menschen nicht gewollt sind politisch und dass daraus der Rassismus resultiert. Ich sehe das eigentlich andersrum. Ich denke, dass sehr wohl gewollt ist, dass Menschen hier illegalisiert einwandern, weil sie sind die ausbeutbarsten und günstigsten Arbeitskräfte, die man überhaupt haben kann. Siehe Landwirtschaft in Spanien, Italien, Griechenland. Da gibt's ganze Industriezweige, die darauf beruhen, dass illegalisierte Menschen in der EU sich aufhalten. Es sind insgesamt 8 Millionen in der geschätzungsweise in der ganzen EU 8 Millionen Menschen, das ist eine ganze Menge. Insofern glaube ich gar nicht, dass die Menschen nicht gewollt sind, sie sind aber so gewollt, nämlich rechtlos und oder mit eingeschränkten Rechten. Das sind ja nicht nur Illegalisierte, sondern auch Geflüchtete, die eingeschränkte Rechte haben, eingeschränkte Bewegungsfreiheit etc. Das alles ist gewollt und das ist natürlich institutionalisierter Rassismus, nämlich Rassismus per Gesetz und Rassismus per Frontex-Aktion und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass der Rassismus erst daraus erfolgt, sondern das ist Rassismus in Gesetze gegossen. Das denke ich. Ja, ich denke auch diese Debatte oder diese Umbenennung, die jetzt Kontrollpunkte zu nennen, das ist eigentlich eine Scheindebatte. Da soll das Ganze ein bisschen bagatellisiert werden oder harmloser klingen. Im Gesetz heißen die sowieso schon Kontrollorte. Also soll das einfach nur in der öffentlichen Debatte jetzt ein bisschen harmloser klingen. Aber darum geht's ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist klar. Also ob sie braucht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist solche Gefahrengebiete, Gefahrenorte der Polizei durchaus nützen, weil sie natürlich ganz andere Möglichkeiten hat. Aber die Frage nach der polizeilichen Effizienz finde ich nicht die Hauptfrage. Jedenfalls kann das für uns nicht sein, sondern für uns ist doch die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht gestellt werden? Also dann findet man vielleicht von denen, die man ausfindig machen wollte, 2, 3 Personen mehr. Damit gleichzeitig verdächtigt man aber irgendwie hunderte von anderen Personen und sammelt und speichert immer mehr Daten. Also ich finde, wenn man das unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten sieht, rechtfertigt eine im Einzelfall vielleicht etwas höhere Polizeieffizienz, nicht die Auswirkungen, die es auf große, davon gar nicht betroffene oder dafür nicht verantwortliche Personen hat. Und unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkt finde ich es eben nicht zulässig. Ich wollte mal was anderes sagen. Es kam vorhin so, kam jedenfalls vorher so in der Diskussion, so jedenfalls von der Stimmung her für mich so rüber, was beklagen wir uns eigentlich über die böse Polizei, dass sie jetzt Gefahrengebiete einrichtet, das Demonstrationsrecht steht doch, so habe ich es teilweise wahrgenommen, das steht doch sowieso nur auf dem Papier. Also man darf seine Meinung sagen, aber es ändert sich ja nichts. Alle sollen schön friedlich immer ihre Meinung sagen, so, aber deshalb wird die herrschende Politik sich nicht ändern.
Dazu wollte ich was sagen, nämlich zum einen finde ich es wichtig, Sie dann, also die Regierenden, die Polizei, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sie halten sich dann nämlich nicht mehr an Recht und Gesetz, wenn Sie ohne parlamentarische Kontrolle oder richterliche Kontrolle nach Ihrem eigenen Ermessen einfach Gefahrengebiete einrichten mit ganz anderen polizeilichen Möglichkeiten. Also ich finde es dann in dem System, in dem wir uns ja bewegen und bewegen müssen irgendwo, wir alle, ist auch richtig, sie dann mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und das demokratische Feigenblatt auch ein wenig zu lüften oder in Frage zu stellen. Eine ganz andere Frage ist ja, dass sowieso, um es jetzt mal wieder auf den Bereich der linken Bewegung zu fokussieren, es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, die das Gewaltmonopol des Staates nicht akzeptieren. Und denen ist natürlich irgendwie das auch ziemlich Latte, was die machen. Also entweder es ist effizient oder es ist nicht effizient. Aber und die Leute würden, den Leuten ist es natürlich auch völlig egal, ob das jetzt ein Stück mehr rechtswidrig ist oder nicht, oder rechtmäßig ist oder nicht, sondern das wird gar nicht akzeptiert. Ein gutes Beispiel ist Hausbesetzung. Also wenn Häuser 10 Jahre leer stehen, ohne dass irgendetwas passiert, also nur als Spekulationsobjekt dienen, dann fragen junge Leute, die Wohnraum brauchen oder die ein Signal setzen wollen und ein Haus besetzen, doch nicht danach, ob das irgendwie legal ist oder nicht. Das wird gemacht, weil es notwendig ist. Das kann ich verstehen. Also das kann ich vielleicht nicht sagen, aber ich habe da politische Sympathien für. Ja. Du noch was dazu sagen? Also danke, dass du das gesagt hast, dass die anlasslose Kontrollmöglichkeit zwingend willkürlich ist. Das sehe ich ganz genauso. Zu der Verhältnismäßigkeit. Ich glaube auch, dass es eigentlich nicht das Kriterium sein sollte, sondern eben diese Einschränkung der Grundrechte da das Kriterium sein sollte. Und ich finde aber auch, dass sozusagen nicht nur bestimmte Personengruppen damit immer im Fokus stehen, sondern auch ganze Stadtgebiete. Es ist leider ein bisschen klein. Ich habe hier die Karte, erkennt man nicht. Wo die Gefahrengebiete sind, es sind eben schon eher Gebiete wie Walle, wie Kattenturm, wie Sebaldsbrück oder Bremen Nord, wo eben Gefahrengebiete eingerichtet sind. Natürlich auch im Zentrum, aber da dann eben um den Bahnhof und so. Und da findet auch, dass es auch sozusagen auch eine Seite der Gentrifizierungsmedaille sozusagen, dass ganze Gebiete da die Kontrolldichte zunimmt mit dem Argument Brandstiftung und so weiter und da eben auch so ein Unsicherheitsgefühl geschaffen wird oder das Gefühl hier passiert irgendwie, hier kommt Kriminalität mehr vor oder so. Also auch eben die ganze Stadtteile oder ganze Stadtgebiete damit auch betroffen sind. Ja, also ich denke, es ist klar geworden, dass wir beide mindestens das anders sehen, was die Gefahrengebiete angeht. Ich würde aber gerne die offizielle Runde hier schließen mit dem Appell an euch alle, die Gefahrengebiete weiter zu kritisieren oder der Bitte darum und die öffentliche Debatte nicht versiegen zu lassen. Ich denke, Hamburg hat uns eine Steilvorlage für Bremen geboten und daran kann man anknüpfen. Ja, ich möchte mich bedanken, vor allem bei Andreas, dass er den Weg aus Hamburg hierher genommen hat. Euch allen natürlich auch für die rege Diskussion und für die Teilnahme und fürs Kommen. Es ist Tradition, dass man, wenn man im Lagerhaus eine Veranstaltung macht, nochmal unten im Café ein Bier trinkt. Also wer sich zu uns gesellen möchte, kann das gerne tun. Da können wir dann noch in gemütlicher Runde weiter diskutieren. Ja, danke für den netten Abend. Ja, war gut.